war wunderschön. Und ich denke, man kann den Herrn loben und verherrlichen durch Gesang. Das ist, was man ihm bringt als Lob und Anbetung. Und die Predigt ist das, was Gott euch geben möchte als Hilfe, als Mahnung, als Ermutigung, als Trost, als Unterstützung für eure Wandel, für Pilgerreisen mit dem Herrn. Und Pilgerreisen gesprochen, das Buch von Bunyan ist eigentlich das beste Buch. Es kommt zu allen Gefahren, aber auch alle Segnungen auf dem Weg Richtung Neuen Jerusalem. Kann ich sehr empfehlen, um zu lesen. Nun, in dieser Pilgerreise haben wir ein Leitfaden, ein Kompass. Und das ist die Heilige Schrift. Das ist das, was Gott jeder gegeben hat, um gut anzukommen. Gerade ist Roman nach Schweiz gefahren und dann betet man und sagt man, ich wünsche mich eine gute Fahrt. Er hat ein Navigationsgerät, das ihm zeigt, wo er genau hingehen muss. Und er hat keine große Mappe, Karte von Deutschland, aber das ist ein Navigationsgerät. Das Navigationsgerät zeigt ihm ganz genau, wenn er stoppen muss, links, rechts und so weiter gehen muss. Und das ist eigentlich, was Gott uns hier gegeben hat. Wir können nicht genau, wir wissen nicht, wo das, wir wissen, was Neue Jerusalem ist, im äußeren Norden des Universums. Aber wie wir da genau kommen, die ganze Routebeschreibung, die haben wir nicht. Aber wir haben die Heilige Schrift, die durch seinen Geist uns zeigt, wann wir stoppen, wann wir links, wann wir rechts gehen müssen. Und von allen Büchern, die es gibt, bei dir zu Hause, in der Bibliothek, gibt es ein Buch, was die Heilige Schrift ist. Und das ist das Buch, worauf Gottes Atem ist, worauf Gott sein Odem gelegt hat und geblasen hat. Und du sagst ja, welches Buch hat dann Gott sein Odem aufgelegt? Das ist das Buch, das man durch die Früchte kennen kann. Jesus Christus hat gesagt, an den Früchten kennt man den Baum. Und an den Früchten von Gottes Buch kennt man das Charakter Gottes. Wir wissen, er ist ein Gott voller Gnade und voller Wahrheit. Das hat jeder, denke ich, von euch erfahren, die hier sitzt. Aber danach möchte er euch weiterführen. Und er tut das mit einer sanften Hand, aber einer klaren Hand. Und das Buch, was er gegeben hat, da hat er sein Odem aufgelegt. Und an uns ist das dann, um in diese Fußstapfen der Herr aufgrund von seinen Worten zu gehen. Nochmals, ohne Bilder, wir haben kein Bild von Gott oder kein Bild von einer Karte, wo wir genau hingehen müssen. Aber Gott hat durch seine Worte uns eine Lektion versucht beizubringen, dass wir durch Schauen, Entschuldigung, durch im Glauben, nicht durch Schauen, ihm nachfolgen müssen. Das ist alles, was wir haben, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Dankeschön. Und das ist das Buch, wo die große Attacke des Feindes aufgekommen sind in die Geschichte. Du kannst es nachlesen, die Martyrengeschichten, die leider heute nicht mehr einfach zu finden sind, auch nicht im deutschsprachigen Raum. Du kannst es nachsehen, wie die bibelgläubigen Christen und Bibeln verbrannt, verformt worden sind in den letzten 2000 Jahren. Aber unser Auftrag ist festzuhalten, was Gott uns zugetraut hat. Und dann kommen wir gut an. Es ist kein einfacher Fall. Und in diese Trübsal und Schwierigkeiten, wovon ich sicher bin, gehen euch, heute einige von euch, möchte Gott euch näher an sich ziehen, dass sein Wort und sein Person kostbarer wird für jeden von euch. Wir möchten deswegen heute sprechen über die Offenbarung, die Gott an jeder von uns gegeben hat in deutscher Sprache. Die Offenbarung, die wir in ein anderes Buch finden, die von außer dieser Erde kommt. Und die Gott in deutscher Sprache für jeden aufgeschrieben hat. Das ist unser Leitfaden, unser Kompass. Ich möchte anfangen mit einem Text, der bekannt ist, denke ich, im 2. Timotheus 3, Vers 16. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Da lesen wir von
lassen wir mal mit Vers 15 anfangen, dann sehen wir, dass im Zusammenhang, das ist immer gut, um nicht ein Vers aus seinem Zusammenhang zu nehmen. 2. Mose 3, Vers 15. Weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Timotheus als ein kleines Kind in Kleinasien, heutige Türkei, die Heilige Schrift gewusst hat. Er konnte die Heilige Schrift lesen, hören, forschen, studieren, tasten. Das war also nicht ein original Handschrift von Mose, 1500 Jahre vor der Geburt von Timotheus. Das war ein tastbares Buch, eine Kopie eines Kopies eines Kopies. Das konnte er lesen. Das heißt, die Schrift ist niemals ein Hinweis zur ursprünglichen Handschrift. Nicht mal in einem Buch zusammengelegt sind. Und wir sehen, alle Schrift von Gott eingegeben. Oder Theognosos eingeblasen. Gott hat sein Atem, sein Odem in diesem Buch, auf diesem Buch gelegt. Wenn es aufgeschrieben wurde, in Hebräisch und Aramäisch und in Griechisch und nachdem es in Syrisch, in Antiochien und in Griechisch übersetzt und in Latinisch übersetzt wurde in Europa, hat Gott es in Deutsch übersetzt von sieben Männern. Wenn das fertig war, hat Gott das gemacht. Hat sein Atem darauf gelegt. Und das Gleiche sehen wir bei Adam. Adam wurde gemacht aus einem Erdengroß in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Und dann lesen wir, dass der Herr machte den Menschen aus einem Erdengroß und er blies ihm einen lebendigen Odem in seine Nase. Also war der Mensch eine lebendige Seele. Das Adam war schon ehrenlos, Gott hat dann gesagt, in seine Nase. Und er wurde eine lebendige Seele. Seele, Leib und Körper, seine Dreieinigkeit, das ist der Mensch, ursprünglich nach dem Bild Gottes gemacht, der Vater, Sohn, Heiligen Geist ist. Und so ist dieses Buch eine Dreieinigkeit. Altes Testament, Neues Testament, ein toter Buchstabe, dann Gott sein Geist. Darauf geblasen und es wurde ein lebendiges Buch. Deswegen sagt Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Und schärfer als kein zweischneidiges Schwert. Es hat Augen, es schaut dich an, es überprüft dich. Wenn du nicht recht tust und öffnest das Buch, dann sagst du, das ist, ich muss mein TV oder mein Internet mal ein bisschen anschauen. Besser sein. Aber nicht das Buch. Ich habe keine Lust, an die Bibel zu lesen. Ich habe keine Lust, in eine Gemeinde zu kommen. Dann schaut Gott mich an mit den Augen von diesem lebendigen Buch Gottes. Und wie ein alter Prediger mal in New York gemacht hat, dann war er da und dann hat er so ein Hut gelegt und auf den Straße und dann hat er plötzlich hier rumgetanzt und gesagt: pass auf, es liegt! Und dann haben die Leute gedacht: oh, so ein Schlau oder so ein Kobalt. Und dann ist der ganze Mann vorgegangen und hat das gut so aufgedeckt und da war eine King James Bibel. Da hat er das genommen und gesagt, es lebt, die Bibel sagt, und dann gepredigt und dann hat er das eben. Also eine Art, in dem die Aufmerksamkeit der Masse zu ziehen, die für alles Interesse hat in New York, aber für eine Sache nicht, das lebendige Wort des lebendigen Gottes. Und das ist genau das, was Gott hier uns, hier in deutscher Sprache auch gegeben hat. So, und das ein wenig besprechen ist das Thema von heute. Aber ich möchte erstens über die Atem oder Odem Gottes was sagen. Die Odem Gottes wird einige Male erwähnt und in Job 33, Vers 4 sagt Job: Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben.
Gottes Geist ist gleich an der Odem oder Atem des Allmächtigen. Und die hat dir das Leben gegeben. Nicht das körperliche Leben, das hast du seit der Geburt bekommen von Gott, aber auch das ewige Leben hat den Odem des Allmächtigen dir geschenkt. Und du bist gekommen durch das Wort, durch Jesus Christus, das lebendige Fleisch gewordene Wort Gottes. Durch Glauben an das Fleisch gewordene Wort Gottes, was gekreuzigt und auferstanden ist, hast du das ewige Leben bekommen. Das ist das, was Gott dir geschenkt hat. Die Odem Gottes macht lebendig. Nun, in Ezekiel wird Ezekiel aufgetragen zu predigen. Und am Moment, dass Ezekiel predigt, kommt der Odem Gottes auf eine Messmasse von toten Gebeinen. Und durch das gepredigte Wort mit dem Odem Gottes verbunden, wird da die Beine zu einem lebendigen, fleischgewordenen Armee aufgerichtet. Israel. Wir lesen in Ezekiel Kapitel 37, Vers 4 und Vers 5. Er, des Gott, sprach zu mir, weissage von diesen Beinen, spricht zu ihnen, ihr verdorrte Beine, hört des Herrn Wort. So spricht der Herr, Herr, von diesen Gebeinen. Siehe, ich will einen Odem in euch bringen, dass ihr sollt lebendig werden. Heute hat man Leute, die haben sich, wenn man sagt, sie sind Pflanzen, ne? Die sind dann gehirntot und die haben dann einen Körper und alles funktioniert noch, aber sie sind gehirntot. Irgendwo ist, haben sie noch Odem, aber die Seele funktioniert oder kann nicht mehr zum Auto kommen. Und hier sehen wir das Umgekehrte, da ist Gebein, da wird geweissaget. Und wir lesen in Vers 10, wo wir sehen, Vers 37, ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße. Und ihrer war ein sehr großes Heer. Odem kam in sie. Durch den, dass er weissagte, prophezeite, predigte, was Gott ihm befohlen hat. Vers 14, ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und wieder euch in euer Land setzen und sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr, Gott spricht. Wenn Gott spricht, kommt sein Odem, wie damals in Adam, und heute über ein Buch durch ein Prediger auf eine Gemeinde. Eigentlich kann man sagen, dass wie in Römer 10, Vers 17 sagt, Glaube kommt durch die Predigt, Predigt aber durch das Wort Gottes. Man kann es vielleicht so sagen, man hat hier ein Buch und sein Geist, der Odem, ist auf diesem Buch. Dann nimmt Gott ein erlöster Mann, ein Prediger, gefüllt mit dem Geist und die predigt das Buch. Und hier haben wir einen Sünder ohne Geist. So. Und Gott nützt ein Prediger, das gepredigte Wort Gottes, um sein Geist hier durch diesen Prediger auf einen Sünder zu legen. Aber der Sünder muss erstens glauben an das Wort Gottes. Das ist das fleischgewordene Wort Jesus Christus, was offenbart wird durch das geschriebene Wort Gottes, was Gott nützt durch einen lebendigen Mensch, einen geisterfüllten Prediger, um so Sünder zur neuen Geburt zu bringen oder zu erwecken. Wenn man über eine Erweckungspredigt spricht, ist es eigentlich, dass viele Christen schlafen, eingeschlafen sind, müde sind und müssen aufgewacht, wachgerüttelt werden. Das ist eigentlich das, was ein Prediger tut. Gott durch sein Wort, worauf sein Geist ruht, nützt einen geisterfüllten Prediger, um euch predigt, sein Geist zu übertragen an eine Gemeinde oder an eine Sünde, die noch nicht von neuem geboren ist. Das ist eigentlich alles. Aber es fängt an mit einem Fundament, was richtig sein muss. Nun, der Teufel hasst das, wenn Sünder, heute haben wir 7,7 Milliarden Leute, errettet werden, weil dann kann er sie nicht mit sich ziehen in den Pfuhl des Feuers. Sein Ziel ist zu genießen von gestreit und gequält von verlorenen Seelen.
Und deswegen versucht er, dass die Seele nicht von neuem geboren wird. Deswegen muss er alles daran tun, um Prediger zu attackieren, um bibelgläubige Prediger mit falschem Gequatsch oder sie einfach direkt zu töten, umzubringen, in Konzentrationslager zu stecken. Das ist sein Ziel. Da ist der Attack auf. Wenn er die nicht attackieren kann, wie zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, da haben wir noch keine große Verfolgung, dann muss er das andere tun, nämlich das Buch nehmen, worauf Gottes Atem Boden liegt, und das wegnehmen. Wenn das weg ist, dann kann der Prediger nicht mehr so effektiv vom Geist erfüllt Leute, Sünder, zum Glauben bringen und Gemeinde wachrütteln. Das ist genau, was er gemacht hat in den letzten 150 Jahren im deutschsprachigen Raum. Und das ist vor allem getan durch den großen Feind von Bibelgläubigen, die Christenheit, Rom. Martin Luther hat es geschrieben in einer persönlichen Kopie von Erasmus Bibel in 1527, ein Trichwort, in Groningen liegt das Ding, in Latinisch sagt das Pestis ero vines moriens ero moris tua papa, das heißt, lebendig soll ich ein Pest sein zu dir und sterbende soll ich dein Tod sein, o Papst. Also er hat ein wenig gesehen, was die Quelle war von aller Attacke auf das Buch Gottes und auf diejenigen, die das Buch predigen. Die deutsche Bibel, die wir heute haben, ist nicht Luthers Bibel. Luther hat daran mitgearbeitet, aber es ist ein Produkt von 7 Männern gewesen, die daran gearbeitet haben, 24 Jahre lang, 2 × 12, 12 ist Zahl von Juden, 24 Jahre lang. Die Männer sagen, neben Luther, Bugenhagen, Jonas, Kreuziger, Melanchthon, Arrogaus und Röhr. Es war nicht eine Einmannsarbeit, wie viele Leute denken, wie die englische König Jakobusbibel nicht die Arbeit ist von König Jakobus. Es war nur der König, der den Auftrag gegeben hat. Und diese Bibel wurde gemacht unter einem Fürst. Friedrich der Weise, ein weiser Fürst, hat Luther geschützt und unter einem Fürst wurde dieses Buch gemacht. Und die Bibel sagt, in des Königs Wort ist Gewalt. Alle anderen Bibeln, auch die anderen Reformationsbibeln in deutscher Sprache, der Raum, Piscator aus Heilbronn, Zwingli in Schweiz, sind niemals unter einem König gemacht. Und alle modernen Bibeln, seit 1850, Luther 1912, neue Lutherschlachter, sind niemals unter einen König gemacht. Die holländische Bibel, die Staatenbibel, ist auch unter einen König gemacht. Wurde gemacht zwischen 1618, 19 und 1637, Holland noch offiziell war unter der Herrschaft des Königs von Spanien, welcher Krieg geendet wurde, gleich mit dem Ende von 30 Jahren im Krieg in Deutschland in 1648. Luther-Text in Deutschland, der englische King James 1611 und der holländische Staatenbibel sind alle unter einem König gemacht. In des Königs Wort ist Gewalt. Die wurde gemacht in Wittenberg, am weißen Berg, am Berg, dort, wo Gott besonders so besprechen, inmitten Deutschlands, von woraus eigentlich die Texte von Luther übersetzt wurde in so vielen verschiedenen Sprachen, dass dadurch das ganze dunkle Mittelalter gebrochen wurde und das neue Zeitalter seit 1648 zum Vorschein kam, mit dabei die Mittelstandsklasse, dabei die Freiheit, um sich zu versammeln, sich zu äußern, die Freiheit von Religion. Das sind kostbare Sachen, die im Allgemeinen in keinem Gebiet in dieser Welt zur Verfügung stehen, mit Ausnahme von den USA. Und auch dort wird das weniger und weniger klar. Das Wappen von Friedrich der Weise wurde gekennzeichnet von einem Löwe, ein Löwe vom Geschlecht Judas. Nun, dieses Buch, das wir haben, man nennt das die Luther 1545, ist 7-mal gereinigt. Erstmal in das September-Testament von 1522, danach von das Dezember-Neu-Testament von 1522. Dann wurde die ganze Bibel erstmal ausgegeben in 1534, danach in 1535, 36, 1541 und schließlich
in 1545, der hat sich ein Jahr vor Luthers Tod und ein Jahr bevor das Konzilium von Trent angefangen hat, das war der Anfang der Gegenreformation, wo man versucht mit Schwert, 30 Jahre im Krieg, und vor allem Philosophie und höhere und tiefere Textkritik dieses Buchs zu untergraben und zu zerstören. Nun, Gott hat gesagt, er möchte seine Worte an die Menschen geben. Himmel und Erde werden vergehen. Ein Wort wird nicht vergehen, sagt Gottes Wort. Und er hat versprochen, sie siebenmal zu reinigen, nach Psalm 12, Vers 6 und Vers 7. Nun, ich lehre, dass dieses die letzte Offenbarung Gottes gewesen ist in dem Deutschen. Es hat angefangen in Hebräisch und Aramäisch, danach in Griechisch im Neuen Testament, danach in Alt-Syrisch und Alt-Latinisch und schlussendlich in Gotisch von Ulfilas, das heute wohl die Ukraine ist. Und das war ein Text, wie unser Luthertext, ein byzantinischer Text und am Ende in den deutschen Sprache. Man kann auch eine Linie ziehen von Jerusalem nach London, wenn man hier Jerusalem hat und hier eine Linie zieht nach London, kann man ihn auch siebenmal da aufstellen, Hebräisch und Aramäisch, Griechisch, das Altsyrisch und Latinisch, das Deutsch, Niederländisch, zwischen Deutschland und England gibt es Niederlande, und dann das Englische, was heute die Weltsprache ist und worin die King James Bibel, die Bibel ist die Endsprache, die Endzeit, um bis an das Ende der Welt das Evangelium zu bringen. Du siehst auch hier, dass die ersten Jünger wurden genannt in Apostelgeschichte 11, Vers 26, Christen in Antiochien. Das war Hauptstadt von Syrien. Und von dort aus wurde in Kapitel 13 von Apostelgeschichte die Apostel weggeschickt. Barnabas, Silas, Paulus. Und die gingen Westen, Richtung Westen. Sie gingen Richtung Kleinasien, sie gingen Richtung Griechenland und dann Italien und man sagt, er ist auch noch eventuell nach England gewesen. Aber die Linie ist von Osten Richtung Westen. Und die Erweckungen sind dann hier gewesen, Kleinasien, Griechenland und die griechische Kirche war die Kirche, die das Wort Gottes bewahrt hat. So 1400 Jahre und wenn in 1453 Byzantium gefallen ist, das byzantinische Oströmische Reich ist gefallen, dann sind die Muslime hier reingekommen und dann sind die Wissenschaftler mit ihren Manuskripten vom griechischen Text über den Balkan gekommen, Richtung Schweiz, Deutschland, Holland, England und hat ein Holländer Erasmus diese Manuskripten zusammengestellt und wurde das erste Mal in Basel in die Schweiz gedrückt, als ein neues Testament. Eine Seite griechisch, andere Seite latinisch, weil latinisch war damals die Weltsprache in Europa. So haben die Wissenschaftler miteinander korrespondiert in latinisch. Also Erasmus hat die griechische Text übersetzt in latinisch, das sind auch diejenigen, die kein griechisch kannten, doch den Text in latinisch gut verstehen konnten. Nun, sein zweiter Druck kam in den Händen von Luther in Wittenberg hier, im Zentrum, im Herz von Europa, von Deutschland. Und er hat das übersetzt in 11 Wochen auf der Wartburg, weil er musste fliehen für die Rache von dem unheiligen Vater. Und dann kam er zurück und hat dann im September 1522 sein Testament veröffentlicht. Er hat dann viel geschrieben, dieses ganze Jahr in Wartburg. Das war das Letzte und Wichtigste. Und das wurde schlussendlich das Zentrum, von woraus ganz Europa das Wort Gottes in ihrer eigenen Volkssprache wieder lesen könnte. Zum Beispiel, Tyndale war ein Priester aus England, hat von Erasmus gehört, hat auch Griechisch gelernt, aber konnte nicht mal in katholisches England das Neue Testament aus griechischem Englisch übersetzen. Das heißt, er ist geflohen nach Hamburg und kam dann nach Wittenberg hier und hat dann ein Jahr dort gewohnt, wurde auch eingeschrieben an der Universität Wittenberg und hat dann unter Luther seine erste Übersetzung gemacht
nützen der Luthers Neuen Testament, Erasmus Griechische Testament und im Englischen übersetzt. Und das wurde dann erstmal 1525 in Deutschland veröffentlicht. Später ging Tindal nach Antwerp, wurde dann verraten und schlussendlich wurde er erwürgt und auf den Scheiterhaufen verbrannt. Wir waren letztes Jahr am Ort Norden von Brüssel in Vilvoorde, wo er auf den Scheiterhaufen verbrannt wurde. Und das Wort ist vollkommen verschwunden. Es gibt ein Denkmal von Tindal außerhalb von Vilvoorde, weil die Katholiken wollen nicht ein Statue haben von einem Ketzer, so sehen Sie sie, Tindal, die innerhalb der Mauern steht. Ich habe genau den Ort gepredigt, wo er innerhalb von Vilvoorde der Scheiterhaufen gegangen ist. Und die letzten Worte von Tindal waren: Herr, öffne die Augen des Königs von England. Das ist passiert, weil einige Jahre nach seinem Tod hat König Heinrich VIII. Verpflichtet, Tindals Bibel, nochmals überarbeitet kann, aber Tindals Bibel im Prinzip, auf jede Kanzel in der anglikanischen Kirche in England zu legen, weil er hat den Krieg erklärt an den Papst, weil der Papst hat dann ihn nicht erlaubt, wieder zu heiraten. Deswegen hat König Heinrich VIII. Gesagt, weißt du was, ich mache mich selbst Haupt der Kirche und Haupt von England und trenne mich vom Papst, aber wir brauchen dann eine Bibel zu haben, die auch meine Bevölkerung trennt von Rom, hat dafür Tindals Bibel gebracht. Das heißt, Tindals Bibel ist das Fundament gewesen für die spätere King James Bibel 1611. Das ist der Standard im englischsprachigen Raum international, bis als heute. Aber da kamen Studenten aus ganz Europa nach Wittenberg, weil sie wollten die Lehre von Luther verstehen, Rechtfertigung durch Glaube alleine, nur die Schrift, nur Christus, nur die Namen. Und das war etwas, was Rom gehasst hat. Das war eine Ketzerei in den Augen von Rom. Also viele, also Millionen Christen sind auf den Scheiterhaufen gegangen, was aber Bibeln bei sich gab, entweder Luthers Text oder eine Übersetzung von Luther in eine andere Sprache. Ein Beispiel davon war Liesveld. Liesveld war ein Drucker in Antwerpen. Er hat so 1523 Luthers deutschen Text gehabt und übersetzt in Niederländisch und Niederdeutsch. Ich muss mal das genau erklären. Aber das war die Liesveld-Bibel. Und die Liesveld-Bibel aus 1525 wurde hier dann veröffentlicht und mehr oder weniger übersetzt. Das zuvor war, dass die Niederlande, Teil damals vom Heiligen Römischen Reich, sich gestellt haben gegen Rom und Zehntausende wurden abgeschlachtet. Sie haben ein Blatt eines Bibels bei sich gehabt, ein Neues Testament, sie haben die Messen nicht besucht und sie wurden rücksichtslos abgeschlachtet. Durch den damaligen SS kann man es vergleichen, unter Alva und einen Herzog von Parma, glaube ich. Daneben hat es Männer gegeben, wie zum Beispiel Rainer Valera. Das waren zwei Männer, einer von ihnen ist in Frankfurt gewesen und hat dann, die musste aus Spanien fliehen wegen der Inquisition, hat dann Luthers Text genommen und die übersetzt in Spanisch. Die Almeida, das ist die portugiesische Bibel. Dann sehen wir, dass da in Italien ein Mann Diodati gewesen ist, die die Bibel in Italienisch übersetzt hat, in Genf, und Olivier hat das gleiche gemacht in 1535 in Französisch. Dann kamen dann Menschen aus Ungarn, aus Osteuropa und aus Polen. Die haben dann die Übersetzung gemacht, die Erdosi in Ungarisch, in Gdansk, in Polen. In Skandinavien wurden viele Übersetzungen gemacht von Luther, weil das ist eigentlich alles lutheranisch, bis auf heute. Lutheranische Staatskirche in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Island. Und die Luthertexte wurden dann in die verschiedenen Sprachen übersetzt. Du sagst, was sind die Folgen gewesen? Nun, wir haben gesehen, an den Früchten kennt man den Baum. Das Gebiet hier, eigentlich ganz Nordwesteuropa, ist von Rom weggebrochen. Rom hat dann eine Gegenreformation angefangen durch die Jesuiten und zum Beispiel hier die Hugenoten getötet, 300.000 in einige Wochen mit der Rückkehr von Edikt von Nantes. Alle Bibelgläubigen hier verfolgt in die katholischen südeuropäischen Länder, Portugal, Spanien, Italien. Das heißt, alle Bibelgläubigen und sichere Übersetzer, die müssen fliehen Richtung Nordwesteuropa. Speziell Amsterdam war ein Ort, wo viele spanische, italienische Bibeln, französische Bibeln gedruckt wurden, weil es war nicht möglich, in diesen Ländern
worum das Sagen hat, wo ein Staatskircheninstitut war, wo die Kirche über den Staat gestellt war. Und das Interessante ist, dass rund um 1450 die Buchdruckkunst entdeckt wurde. Von Gutenberg. Oder man sagt von einem anderen, aber mir gerade, das war rund um 1450. Und da wurde schon zwischen 1450 und 1522, also eine Periode von ungefähr 70 Jahren, mehr als 18 ganzen deutschen Bibeln produziert. Die wurden alle gegründet auf die latinische Vulgate von der Kirche Roms. Da war auch der Apokryphen, das heißt die geheimen Bücher, innerhalb der Bibel gehabt, das sind keine biblischen Bücher. Aber da war keine einzige Erweckung, warum Gott hat seinen Atem, sein Odem nicht auf diese verfälschte Bibel auch übersetzt in Deutsch gegeben. Seit der Teufel hat 70 Jahre Zeit, um seine Übersetzung zu segnen. Da kam der Segen an. Dann hat ein ehemaliger lutheranischer, also katholischer Mönch, Luther, die fliehen müsste für die Rache von Rom, Rom wollte ihn töten, in 11 Wochen die korrekte Text von der Niederländer Erasmus übersetzt, um das hat zu folgen, dass ganz Nordwesteuropa weggebrochen ist, endlich Freiheit kam für das kleine Arbeitsvolk, der Mittelstand ist da gekommen, da kam Reichtum für die Leute, Wohlstand und Freiheiten, die sie 1000 Jahre nicht gekannt haben, wenn Rom die Könige und Kaiser von ganz Europa unterdrückt hat und verboten hat, dass der korrekte Text aus Antiochie und Byzantium in den Händen kam vom gewohnten Volk in die Volkssprache. Es hat alles angefangen mit Wittenberg und ein einfacher Mönch, Priester. Und wenn er aufgerufen wurde, um all seine Geschriften zu widerrufen, hat er gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich kann nicht gegen mein Gewissen verstoßen. Und das ist auch so heute. Ich kann es nicht verstoßen, nicht, weil, wenn ich sage, Luther, Text wäre nicht die Text, muss ich sagen, Gottes Atem ist nicht auf diesem Text, aber die Geschichte hat bewiesen, auf diesem Text ist Gottes Atem, Gottes Atem. Einige von euch kommen aus Philippinen, das katholische Gebiet, richtig? Ihr habt noch keine, so eine Reformationserweckung erlebt. Warum nicht? Weil in die Philippinen ist sehr viel katholisch. Die Regierung ist von großen Teil katholisch oder von Katholiken geprägt. Da wird nicht die Mittelklasse erlaubt, sich zu entwickeln. Da ist kein Training von Staat und Kirche. Das ist in Westeuropa passiert. Und das hat es angefangen mit einem Buch, worauf Gott sein Odem gegeben hat, sein Atem gegeben hat. Ja, wir haben das gesehen mit der Bibelstunde um 10 Uhr. Gott hat eine Stadt, ein Land, ein Berg erwählt. Wenn er das erwählt hat, dann müssen wir uns schicken nach dem Wahl Gottes. Es ist nicht, dass ich sage, naja, ich denke, er hat Wilhelmshaven erwählt. Das kann ich sicher denken. Aber Tatsache ist, er hat Jerusalem erwählt. Wisst ihr? Gott hat ein Buch erwählt. Und das kann der Mensch nicht akzeptieren. Das ist immer das Problem. Gott hat, Adonai hat drei Söhne, hat eine erwählt. Gesegnete Gott von Sem. Nicht Jahwe, nicht Ham, Sem. Und von diesen semitischen Nachkommen eine Gruppe Nachkommen von Abraham. Nicht von Abraham Ismael, Abraham Isaac. Nun sagen heute 1 Milliarde Muslime oder Araber. Damit sind wir nicht einverstanden. Ja, das ist dann schade. Gott hat es einfach so verordnet. Unsere Aufgabe ist, das zu akzeptieren. In diesem eine Rasse, Semit, mobilierende Rasse, und die Nachkommen von Abraham Isaac, Jakob, hat ein von diesen Dutzende Millionen Juden ausgewählt als sein Sohn, Jesus Christus. Er ist bewiesen, Messias, Gottes Sohn, sein durch seine Auferstehung von den Toten. Und ich sage, ich glaube das nicht, ich glaube arabisch nie so, dann muss er es tun. Aber er hat eine erwählt und die, wenn man erinnert werden möchte, muss man sich ihm unterordnen und an ihm glauben. Und ich hätte gerne gesehen. Er hat ein Buch geschrieben, nicht zwei. Er hat ein Stadt, nicht zwei. Ein Tempel, nicht zwei. Ein Berg, nicht zwei. Oder drei, oder vier. Er hat ein Buch gegeben. Ein Buch. Und hat sein Odem aufgelegt. Und ich bin nicht, was du oder ich davon hast. Frage ist, wollen wir uns unterordnen an dem, was Gott gesagt hat, damit habe ich mein Odem, mein Atem aufgegeben. Eine Früchte kennen wir nicht. Das war alles. Nun,
Die Bibel sieht nicht aus, ist schwer zu verstehen. Denkst du, dass Jesus Christus eine wunderschöne Person war? Ich hoffe es. Ein einfacher Jude, ein Zimmermannssohn. Ein grober Herr, der hat 18 Jahre als Zimmermann gearbeitet. Er war nicht ein gepflegter Wissenschaftler aus Jerusalem. Und er hat Nachfolger, raue Fischermänner, immer gekämpft haben untereinander. Ich bin die erste seiner Halsbauer, ja, Herr, was Feuer vom Himmel komme. Dann muss ich ehrlich sagen, seid ruhig, ihr Jungs. Sie haben immer gekämpft um die kleinen Kinder. Das war seine Nachfolge, mit dem er die ganze Welt erobern musste. Man kann sagen, das war nicht gerade die beste Stelle, die er aus Israel übernehmen konnte. Siehst du, Gott nimmt immer das Unedle, das Verachtete. Und so schaut die Welt heute in die Leitung die Schrift von Luther. Schauen Sie mal. Zu schwere alte Worte, zu viel, zu schwere Sprache, kann man nicht verstehen. Ja, das hat Gott gelehrt. Was du willst, ist immer unwichtig. Wenn du Gottes Segen haben möchtest, tue und ordne dich nach seinem Wort. An Gottes Segen ist alles gelehrt. Er segnet mich nicht, weil ich ein anständiger Kerl bin, das ist mir egal. Er segnet nur einen von euch, wenn ihr seinen Sohn aufnimmt. Wenn du dann deinen Segen haben möchtest über dein Leben, nimm sein Wort, die Heilige Schrift, und glaube und folge ihm nach auf sein Wort. Und Gott gibt seinen Segen auch. Weil er muss immer sein Wort segnen. Daran ist er gebunden. Daran stehen seine Verheißungen. Und ihr müsst lernen, aufgrund von Gottes Verheißung in seinem Buch, ihm nachzufolgen durch Glauben, nicht im Schauen. Das ist alles. Das ist schwer genug, Amen. Aber das ist das ganze Christenleben. Nicht ich, aber er. Nicht meine Meinung, aber seine Verordnung. Und will ich mich darum unterordnen, ist die Frage. Na, heute lernen wir von Jungs ab zu rebellieren. Nein, ich will das, ich will das. Das sind bei Kindern auch. Was willst du, Kleine? Was willst du, Schätzchen? Ich will das. Oh, na, vielleicht kann ich das tun. Ein Kind muss lernen, wenn er unter Papa und Mama ist, zu tun, was Papa und Mama sagt. Das alles. Wenn er dann 18 ist, muss ich ein eigenes Leben geben. Aber bis dann ist unter der Autorität von Vater und Mutter. Die Sorge für ihn, muss er einfach ihm gehorchen. Punkt. Gott sorgt für dich, er wartet, er hat seinen Sohn gegeben, sein ewiges Leben geschenkt, er wartet, dass du ihm sein Sohn nachfolgst, aufgrund, was er sagt, in seinem Buch. Der Mensch macht es kompliziert, er hat immer seine eigene Meinung. Na, wir müssen die Jungs eine geteilte Hauptstadt machen. Die haben so verschiedene Besetzungen. Das ist auch nicht so schlecht, ja, das ist nicht richtig. Und das vollkommene Wille ist, glaube an seinen Sohn und sein Wort einfach nachfolgen. Das war die Frage. Da liegt das Problem. Nun, was hat der Feind gemacht? Der Feind ist dem Nachahmen. Was sagt er dann? Er sagt ja, wir machen auch andere Bibeln, Nachahmungssachen. In Ägypten, Zentrum von aller Ketzerei, Bild der Welt. Israel durfte niemals nach Ägypten zurückgehen, nachdem sie ausgezogen waren. Es hat die erste ökumenische Universität gegeben in Alexandrie in Ägypten. Und da hat man Manuskripte gemacht, die für Juden, Heiden und Christen akzeptiert werden konnten. Und ein paar von diesen Manuskripten sind übergeblieben, Sinaitikus, also Sinaitikusten, Vatikan, also Vatikan. Und die sind Basis geworden für was man nennt am griechischen Neuen Testament von Nestle Holland, zwei abfällige Deutschen, oder das Vereinte Bibelgesellschaft Neuen Testament in Griechisch, zusammengebastelt in das katholische Münster. Ich bin da gewesen, ich kann es besuchen, man kann da alle Manuskripte auf Mikrofilm anschauen. An der Außenseite von der katholischen Kathedrale hebben we nog die Käfigchen, waarin früher die Anabaptisten ausgehungert worden sind und von den Vögeln ihr Fleisch genommen worden ist. Kann sich iedereen da anschauen. Kathedraal Münsterkäfigchen musst du mal anschauen, kann man sehen. Und da kommt das Neue Testament her, was die Grundlage ist für alle neue Übersetzungen. Hoffnung für alle, für Mengen, für Elbefelder, Reffende Luther, Reffende Zürger, eine Übersetzung von der katholischen Kirche und die neue Weltübersetzung hier, Jehovas Zeugen. Das sind Nachahmer. Na, warum ist das nicht wichtig? Weil es ist schon mal versucht zwischen 1450 und 1522. 18 Übersetzungen, keine Weckung, kein Segen. Was lernt man jetzt von der Geschichte? Nichts. Also, was tun die meisten Deutschen? Die gehen es nochmals versuchen. Nur das Neue Testament, was zweimal so viel Worte rauslässt, aus dem Neuen Testament, was zwischen 1450 und 1522 gemacht wurde.
Das heißt, ein anderer griechischer Text. Luther hat den griechischen Text gehabt, 99% von allen Manuskripten. Darauf hat Luther sein Testament gemacht. Aber hat auch sehr besondere Übersetzungsentdeckungen gemacht, die etwas offenbaren, was man nicht direkt immer in den korrekten griechischen und hebräischen Text sieht. Und die möchten wir nun besprechen. 8 Beispiele und als Hilfe für euch zu verstehen, dass ihr etwas habt, was absolut unik besonder ist. Was reicht, bis dass Jesus zurückkommt. Der erste Text, den wir lesen wollen, ist in, zu finden in Römer 10, Vers 17. Da sagt er, so kommt die Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Hier wird das Wort Predigt erwähnt. Nun, Deutschen brauchen angepredigt zu werden, glaubt Gott. Der Feind weiß das und hat einen österreichischen Katholik, Hitler, gebraucht, um 12 Jahre lang zu predigen. Lenny Riefenstahls, der Macht und Wille, beschreibt im Detail eine schöne Close-up-Aufnahme, wie Hitler predigt und wie ein Geist auf ihn kommt. Man sieht, der Geist kommt auf ihn bei den Nazi-Versammlungen. Mach doch auf das Zeichen, die gut schauen und beobachten. Ja. Da kommt ein Geist in ihn. Das ist ein kleiner Geist. Er predigt und er ist fähig, Millionen Soldaten, deutsche Soldaten in den Tod, in die Hölle zu schicken, wenn er sie verrät, bei Stalingrad und bei vielen anderen Orten. Deutschen sind ein Volk, was angepredigt werden muss, auch in ihrer Sünde. Und wenn es ein Buch gibt, ich habe verschiedene Besetzungen verglichen, aber wenn es ein Buch gibt, die das Wort Predigen mehr hat als alles andere, ist das die Heilige Schrift von Luther. Ich gebe ein paar Referenzen, zum Beispiel 1. Thessaloniker 2, Vers 5, dass uns das Evangelium vertraut ist, zu predigen. Zu predigen. Wir lesen eben zum Beispiel 2. Korinther 3, Vers 3. Was Luther aufzusuchen hat, ich kann so eine Notiz machen, muss nochmal nachschauen und vergleichen mit anderen Besetzungen. 2. Korinther 3, Vers 3, dass ihr offenbar worden seid, dass ihr ein Brief Christi seid durch unser Predigtamt zubereitet. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 15. Darum ist es nicht ein großes, ob sich auch seine Diener vom Teufel verstellen, als Prediger der Gerechtigkeit. Prediger, Gott sucht Prediger in Deutschland. Wenn es ein Volk gibt, was Prediger braucht und was Natur Prediger hat, ist es das deutsche Volk. Und der Feind versucht immer junge Männer wegzuhalten, der bibelgläubigen Gemeinde in deutschsprachigen Raum. Zweitens, als Beispiel sehen wir 1. Timotheus 6, Vers 20. Da lesen wir, dass Gott warnt für den falsch gezanken der falsch berühmten Kunst. KONST. In der neuen Bibel ist es übersetzt als Erkenntnis oder Kenntnis. Aber das zerstört den Verweis nach den Universitäten, wo genau die falsch berühmte Kunst oder Wissenschaft ist, die den Text von Luther entkraftet hat und ersetzt hat in einem verfälschten griechischen und hebräischen Text. Nun, zweitens, das Wort Kunst wird nochmals erwähnt in Apostelgeschichte 19, Vers 19, wo in Ephesus Paulus predigt und damit erwähnt, viele aber, die da vor witzige Kunst getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und überrechneten, was sie wert waren, und fanden des Geldes 50.000 Groschen. Das Problem nämlich in Epheser war, da wurde der Diana der Epheser angebetet. Und Diana der Epheser war nichts anderes als Semiramis von Babylon oder die heutige Maria oder die Königin des Himmels oder Astor aus dem Alten Testament. Ligori nennt das die weibliche Seite des Teufels, die Königin der Hölle. Und sie ist die Göttin von Lust und Krieg. Sie wurde dort angebildet, verbunden mit aller Hexerei und Zauberei. Und die Zaubereibücher wurden verbrannt in
Apostelgeschichte 19, weil da wurde vor witzige Kunst getrieben. Nun, das Zentrum von heutiger Maria-Anbetung ist in Europa. Die ist voll mit Hexerei, Zauberkunst. Verbunden mit die Universitäten, wo man falschgründige Kunst lehrt und die Heilige Schrift genau dort untergraben wird, in die theologischen Fakultäten von den Pastoren und Predigern, die dann ihren Unglauben übertragen an den Gemeinden. Das ist genau was in Deutschsprache in den letzten 200 Jahren passiert worden ist. Nun, das Wort Kunst in Deutsch, alles für Wissenschaft, also diese Referenz nach Apostelgeschichte 19,19 für die Maria-Anbetung, verbunden also mit Verfälschung der Bibel, Vatikanus-Manuskript, das wir da besprochen haben. Und das Wort, die hat den Einfluss gehabt, Luthers Text, in die englische Bibel, das heißt da Science, forse so called, Wissenschaft, falsch nicht so genannt, und die niederländische Bibel, Wetenschap, Wissenschaft. So Luther hat also nicht nur einen korrekten griechischen Text gebracht, auch seine Übersetzungswahlen sind bewahrt geblieben in zum Beispiel die englische oder niederländische Text. Wo genau das gleiche passiert ist, in den Universitäten haben sie die niederländische und englische Reformationsbibel untergraben und deswegen ist Niederland heute auch wieder unter Rom, unter die Europäische Monetäre Union, unter die britische Europäische Union. Jetzt haben wir ihre Souveränität verloren an Rom und die Brüssel. Und nochmals, alle größeren, wichtigen, tiefen Textkritiker, die den neutestamentlichen Text untergraben haben, waren allgemein alle Deutschen. Ich nenne ein paar. Knapp, Lachmann, Griesbach, von Gebhardt, Tier, Stier, Weiß, Scholz, Nestor, Alland, Metzger, alle Deutschen. Und heute haben wir Barbara Alland, eine Frau, die auch für uns entscheidet, dass da so 2000 Worte im Neuen Testament aus der Lutherbibel gestrichen werden müssen. Dann zweitens gehen wir zurück nach Apostelgeschichte 19, Vers 37. Dann lesen wir in Vers 37. Das Wort Kirchenräuber. Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Kirchenräuber noch Lästerer eurer Göttin sind. Ja, das ist auch bewahrt worden in der King James in Englisch, Church Robbers, und in Niederländisch Kerkrovers. Luthers Text ist wieder eine Offenbarung. Warum? Weil die Leute, die hier ein Aufhör verursacht hätten, waren keine Kirchenräuber. Damals hat es Tempel gegeben. Die hat auch in einem Tempel angebildet. Man sagt, eine neue Übersetzung, Tempelräuber. Luther hat hier Kirchenräuber eingeführt. Warum hat er Kirchenräuber eingeführt? Weil die Göttin, Diana, wird heute in römisch-katholische Kirche angebildet als Maria. Eine fortgeschrittene Offenbarung. Und damit verbunden, sagt der Luther oft, dass der Baal in Baals Kirchen angebildet wird im Alten Testament. In unter anderem 2. Könige 10, Vers 23, 25, 26, 27 sehen wir Baals Kirchen. Baal wird in einem Tempel, aber eine Kirche angebildet. Der Baal heute noch in einer Kirche angebildet, als der heilige Petrus. Das sind Offenbarungen, die Gott speziell in Deutsch, in deutschsprachigen Leute als Warnung haben. Warum? Weil heute es gibt es mehr Katholiken als Protestanten, die anbeten in einer Baalskirche. Die Maria anbeten in dieser Baalskirche. Sie wird erwähnt hier in Apostelgeschichte 19 als fünfmal Diana der Epheser. Diana war eine Göttin, die in der ganzen Welt angebetet wird. Vers 27. Welche durch ganz Asien und der Weltkreis Gottesdienst erzeugt. Die Maria-Anbetung ist heute, schau die Philippinen mal an, in die ganze Welt verbreitet. Schwarze Madonna in Mezzogiorno, in Spanien, in Polen, in Island, in der Schweiz, überall wird sie angebetet. Haben Millionen Pilger besuchen diese Maria- oder Diana-Erscheinungen. Und in diese Kirche, heute in Deutschland, Baalskirche, wird sie angebetet. Und die Moschee wird Allah angebetet, der Gott.
ist der gleiche Gott, aber ein Mondgott. Das ist der Gott dieser Welt. Mit der Moschee und der katholischen Kirche angedeutet. In Kirche. Da möchte ich aber bitte am Beispiel, warum wenn Luther eine Wahl macht, die übertragen worden ist, in unter anderem, ich habe nur als Beispiel die niederländische und die englische Übersetzung, aber auch sehen wir das in die skandinavischen Übersetzungen, in die osteuropäischen Übersetzungen, in die südeuropäischen Übersetzungen. 1. Thessaloniker 5, Vers 22. Ein kleines Vers, wenn du mal eine Bibelstelle lernen möchtest, ist eine ideale Stelle zu lernen. Meidet allen bösen Schein. Die neuen Bibeln sagen, meidet alles Böse. Die Heilige Schrift sagt, bösen Schein. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin dürstig und möchte was Wasser trinken, als Christ, da ist nichts Falsches daran, aber trink es nicht aus einer Whiskyflasche. Ja? Oder Bärenbrücke. Oder Jägermeister. Oder Polymeri-Flasche. Ja? Das ist nicht so weit. Meine aber bösen Schein. Wenn es auch Schein ist, vom nicht richtig sein, meine das. Nun, die Englische hat abstehen von all appearance of evil. Appearance, Schein. Niederländische sagt, onthoud je van alle Schein des Kwaad, Schein. Das sind kleine, aber sehr wichtige Details. Jedes Wort ist wichtig. Luther hat die Wahl gemacht aus der Übersetzung, die dann später in Englisch und Niederländisch weitergetragen wird. Apostelgeschichte 20, Vers 28, da lesen wir auch die ganze Herde, Acht darauf haben als Pastor, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat zu Bischöfen. Nun, einer der Schwachpunkte von deutscher Mentalität ist Gehorsam. Heute nicht mehr, wie früher. Aber früher war Befehl ein Befehl. Holland hat das viel weniger. Du kannst doch nie vorhin mal nachfragen. Ja, die Holländer haben mehr an Befehl bekommen, die holländischen Soldaten. Dann brauchen sie einige Zeit, bevor das Befehl ausgeführt wird. Amen. Aber in Deutschland, also früher wie es ist, vielleicht ist es auch ein bisschen geändert, heute, war das was anderes. Befehl war Befehl. Und der Vorgesetzte war mehr oder weniger die absolute Autorität. Und deswegen war der Deutsche mit unter anderem der erste Armee, die fähig war, die russische, englische, amerikanische und französische Armee rauszunehmen und sie nahe geschlagen hat. Aber hier sehen wir, dass die Haltung von einem Pastor unter die Herde steht. Als Teil und als Diener. Jesus sagt in zum Beispiel 1. Petrus Kapitel 5, Vers 2 über die Haltung von einem Pastor: Als Ältesten weidet die Herde Christi, so euch befohlen ist, und seht wohl zu nicht gezwungen, sondern willentlich, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht auch die über das Volk herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde. Nicht herrschen. Jesus kam nicht, um gedient zu werden, aber um zu dienen, unser Leben als einen Lospreis für vielen zu geben. Als fünfte Beispiel möchte ich erwähnen, dass in 1. Mose 24, Vers 63 die Lutherbibel sagt, dass Isaak war ausgegangen zu beten auf dem Feld. Beten. Nicht meditieren oder nachdenken, aber beten. Und das Gebet ist sehr wichtig. Wenn ich sage, ich möchte eine Erweckung haben in meinem Leben, ich möchte eine Erweckung sehen in dieser Gemeinde, ist meine Frage, wie viel Zeit verbringst du im Gebet? Die deutsche Mentalität, niederländisch auch, ist halt die Neigung, oft rationell zu sein. Sie möchten alles nachvollziehen können mit ihrem Ratio, mit ihrem Vernunft, mit ihrem Verstand. Deswegen der Term deutschen Rationalismus, eine Bewegung, die sich in ihrer Unführung